Darf ich mal so nebenbei was anmerken? Ja, okay. Ich fühle mich hier schon fast wie zu Hause. Ehrlich? Endlich mal. Das geht vielen so. Endlich mal eine ganze Truppe an Hobbypiloten, Flugzeugenthusiasten, Luftfahrtfanatikern. Kommt eine 88 sehr nah an mich rangerollt, vorsichtig. Ja. Wir rollen gerade durch 288er vorne vorbei. Akaraya startet auf Brias. Die zweite bin ich. Ich bin schon in der Luftkaraya, ich bin direkt auf dem Weg. Nennt den direkt nach Dramkur oder wie? Wie, du hast du den weißen Totenkopf? Ja. Victor. Du bist ganz vorne vor, ne? Ich bin immer vorne. Auch wenn du hinten ist da vorne dann, das ist nur eine Definitionssache. Du, ja, ich glaub, ich seh dich. Du stehst noch auf meiner 3 Uhr, oder? Bist noch relativ niedrig, oder? Hallo 50, ja. Hallo 6 bin ich, ja. Louis? Bitte? Ich stehe am Platz, habe ich jetzt neben Vido mal. Oh. Ich muss die letzte Aussage mal kurz. So, fanatische Flugzeugfanatikerin dann bitte. Oh, okay. Scheiße, nein! Das ist ein gutes Zeichen. Nee, mein Headtrack-Clip ist eben. Ich habe ein Fragezeichen über Tramkur, Hallo 6. Ist das immer noch ein feindliches Bit? Nee, das ist eine 109. Kam ja gerade drüber. Ja, das ist genau. Eine 109 war da. Ja, Victor. Denkt an die Kühler alle. Ja. Bei 7, Rakete bei Reas. Fliegen wir dann nach Volks oder nach Amiens? Das heißt Amiens. Ach was. Ach, nur die beiden Gap-Ziele, also Point Nord wäre auch noch da. Ah ja, dann nehmen wir Point. Machen wir Poren tief rein. Ja, so das auch. Du dich hier mitten auf die. Das bist du, gell, wie du jetzt da. Ich roll jetzt auf die Bahn. Gebt ihr gleich Vollgas, die 109er, die da neben mir sind? Also sucht keine Bahn, ne? Startet gleich durch, oder? Nee. Da Feinkontakt, Notstart. Nein, es ist, glaube ich, auch auf dem Flugplatz nichts los, weil der so weit abgeschlagen ist von der Frontlinie. Ja. Häng mich ran, Hilo. Heißt das jetzt mal Rakete? Wie viele Rakete sind wir denn jetzt hier eigentlich? So, Henry ist wo und wer? Ja, Henry, das heißt Rakete, wenn du losmachst. Rakete? Hm. Henry, kreuzt du gerade zufällig die Bahn? Henry ist solo. Okay, ich hab dich. Dings da solo. Wer? Dings da. Geiler Name. Ja. So, Henry, ich mach deine Rolf, oberhalb. 1 Uhr. Kann mal glatt ein Video machen. Ich dreh nochmal. Oh ja, schneidest du mit? Bleib auf Kurs. Ja, sicher. Okay. Schneid doch jeden Dreck mit. Achso. Henry, bleib auf Kurs. Ja, okay. Welcher Kurs liegt denn an hier? Wohin soll ich? Den gebe ich dir gleich. Müsste es ungefähr Nordwestkurs. 310, so im Dreh. Okay. Ich komme jetzt nochmal von hinten ran, dann führe ich. Vielleicht ist es für Henry wirklich entspannter, Kruger, wenn er weiß, naja, allein fliegt. Wenn er jetzt noch in Rotte fliegen muss und dann könnte es stressiger sein. Also mir ist eigentlich relativ, wo er fliegt, Hauptsache er weiß, wo der ist, der auf ihn genau, aufpasst. Und ich würde sagen, lasst mal Henry ruhig fliegen, so wie wir will. Dann ist er halt je nachdem ein bisschen einzeln mal durch die Formation durch, aber dann ist es, glaube ich, entspannter, weiß, als wenn er jetzt zwanghaft immer den Rottenführer am Ende ist, hat er dann nur die 109 gesehen. Wenn er verloren geht, dann ist es dann spannender, dass sich jemand um ihn kümmert. Dann Kurs 300 und auf 1 Uhr müsstest du jetzt schon irgendwelche Punkte sehen. Das ist Tramkur. So, ich habe mal die Bomberstartformation inspiziert. Benfic Kontakt auf 4 Uhr, gleiche Hallo. So, Henry, siehst du auf 11 Uhr? Was sehe ich da? Dort müsstest du Punkte am Boden sehen, das ist der Flugplatz Tramkur. Okay. Fehlen jetzt hier noch Bomber? Also ich stehe ganz in der Nordbahn. Hachi Grevillier, ist das ein eigenes oder ein gegnerisches? Das ist unser Platz. Wir haben einen starken, massiven Linkswind. Wir haben doch hier die Hexporn-Arretierung, da ist es doch zumindest das Rollen relativ angenehm.
Start muss man aufpassen oder ab, wenn er sobald man abgehoben hat, ja. Hat man die Bremslets reingehauen. Den Pitch müssen wir noch runterstellen, achso. Hm. So, Henry, ich bin jetzt auf deiner 1 Uhr und drehe aufs Flugfeld ein. Die 88, die rechts hinten steht, die kann ruhig noch ein bisschen vorrollen. Also noch 50 Meter, 30 Meter Platz. Aufnahme starten. Zwei Kontakte, 12 Uhr, gleiche Höhe. Victor, berühren. Hello, mit welchem Kurs? Das können wir sein. Richardus? Mit welchem Kurs? Das könnten wir sein. Wir fliegen Nord. Hallo 13, nördlich vom Platz. Die Jungs sind alle da? Da sind wir. Dui bereit. Balthasar ja. Bereit. Hansi hat bereit. So, lasst von Flugzeug zu Flugzeug 2-3 Sekunden Zeit. Video rollt an. Balthasar rechts, Rakete. Du Linksrakete. Hansi hat mit Rakete. Oh, sieht das schön aus. Hat eigentlich jemand die, das Video mit der beinahe Kollision gesehen? Oh ja, also Karaya, was ist da passiert? Das. Da passt ja gerade noch ein Blatt. Naja, man muss ja doch die gegnerischen Schäden auch inspizieren, oder? Was man mit den Bordkanonen angerichtet hat. Ja, okay, wenn du das so. Balthasar meinst. Solo. Video Solo. Ui Solo. Geradeaus, steigen. Zwei Klappen, Maschine aus drin. Hansi hat Solo. Zwei Runde nördlich vom Platz. Bendig, seid ihr das? Zwei Victor. Und ein Einzelflieger. Victor, wir sind hinter einem Einzelnen. Der Einzelne dürfte Henry sein. Victor. Habt ihr alle Sicht auf die Bomber? Ja. Einer der Bomber liegt aber am Boden. Ja. Keiner von uns, oder? Ist es einer von euch? Also einer ist von der Bahn abgedriftet und fährt jetzt querfeld ein. Ich glaube, bei uns waren alle solo. Wir sind nur zu viert, oder? Hanseatic hat es auch geschafft. Ihr wart zu fünf. Ja, richtig. Ja, am Boden war der zu fünf. Der fünfte gehört, glaube ich, nicht zu uns, oder? Okay, er stand aber schön mit da. Er hat sich zumindest zu euch zugestellt, ja. Boah, das ist grün. Eine schöne Stabsrunde. Das ist klasse. Soll ich noch eine Platzrunde machen zum Sammeln? Ich glaube, wir sind zusammen, Vido. Ich bin stöckt also ich sehe die Bombe. Victor, wir fliegen 1-0 Atta. Welches und Ziel geht jetzt an? Grüne Drehzahl, Poix. Quano. Okay. Boah! Willst du doch nicht ein wenig mehr nach rechts drehen? Ich sah eben nur einen Schatten. Wer fliegt die Maschine mit den Winkeln? Bentwick, oder? Moin zusammen. Moin. Also, moin. Komm, servus. Sag mal, Linie 4, wie war das mit dem Spielnetz hier? Also, Doppelwinkel, das ist Helo und Winkelstrichkreis, das ist Bentwick. Okay. Ich möchte hier alles mit dem Flieger rennen und mir bricht immer das Heck in der Kabeck. Hast du das mit der 88 kommst? Na, so weit bin ich noch nicht immer. Wenn ich spawn, bricht mir das Eck weg. Bomber, wollt ihr nicht etwas über Rolf gehen? Ja, machen wir. 2-1-0. Und wieder kaputt. Irgendwas stimmt ja nicht. Du kriegst sonst gleich Übungsräder verpasst. Spitzräder. Ja, ja. So wie der spawnt, bricht mir hinten das Heck weg. Ja, das kann vielleicht sein, wenn Trümmer oder was im Boden herumliegen. Das ist alles voll. Dann spawnst du praktisch in die Trümmer hinein und dann nimmst du Schaden. Oder hast du den dicken 3D-Piloten eingeschaltet? Ja, vielleicht ist Hermann Göring an Bord und du bist überbelastet. Nach dem Einsteigen bricht sie immer durch. Oh Mann. Falkenberg ist auch gerade gekommen, oder?
Ein Liebeskult hatte ich gerade, habe ich 6 bekommen. Euer geliebter Staffelführer. Mein geliebter Staffelführer. Ich wusste gar nicht, dass das Bild jemals solche Wellen schlagen würde. Das Bild war aber auch Hammer. Das ist klasse, das Bild. Mit Tüte. Ja, Glück gehabt beim Fotografieren, ne? Ja, den richtigen Moment abgepasst. So, ich habe mich jetzt bei den Mähs eingereiht. Oh, da kommt noch einer. Wenn ich jetzt nicht Bitfell gehabt hätte. Was war das? Das ist kein Ego-Shooter. Aber komm, warte mal ab. Vor Nord dürfte eigentlich Feinde sein. Also da kann es ganz schnell ein Ego-Shooter werden. Wir haben so eine schön aufgereiht waren die. Über den Jägern, die jetzt auf unserer 11 sind. Ein paar hundert Meter drüber. Baldassar, wo sind wir? Wir sind jetzt nördlich von Ivrange oder bei Ivrange. Ist das die oder? Mündliche Prüfung oder was? Wir sind bei Ivrange, Baldassar. Ja, hab ich doch gesagt. Oh, Kontakt auf 11 Uhr der Bombe, weit entfernt. Gleiche Höhe ungefähr. Steigt. Ja, der wird bei Aveville vielleicht gestartet sein oder Gramo, Ivrange. Victor, Victor berühren. Sieht auf die Weiche jetzt. Dreht jetzt Richtung Aveville, weil es 7 ist, Gruber. Okay. Da bin ich neben dir, Gruber. Dreht jetzt, Kontakt dreht jetzt auf die Bomber, ist aber glaube ich eine 109, soweit ich das sehe, ja. Ja, ich berühre. Sehr schön laufen. Ich sehe den Feindplatz jetzt auf 11 Uhr von mir aus. Ja, jetzt steuert ihr darauf mehr oder weniger zu. Bomben mehr. Du hast die Außenlasten, ne? Also Schacht 3. Ein Kontakt beim Flugfeld, den schaue ich mir gleich mal an. Kommt direkt auf euch zu. Victor, wir drehen ein. Alles klar. Wir gehen dann wie immer, ne, tief geradeaus erstmal durch und fliegen auf dem Kurs weiter. Kurs Richtung Süd wird das ungefähr sein. Jawohl, ne Blenny. Haha. Kontakt auf 11 Uhr, das dürfte Karaya sein. Victor, ich berühre, stürzt. Das ist Karaya, der geht wie der fremde Bombe an. Ich habe meine Hände überall. Blenheim gemeldet. Zweite Jagdrotte auf Lisa, der Bomber wechseln. Victor, wechseln auf Lisa. Wir kriegen Feinde gemeldet, Jäger, aufpassen, 1 Uhr. Heck ab. Könnte auch irgendwo am Platz sein. Blenny geht runter. Oder auch nicht, die fliegt auch immer weiter ohne Heck. Ja, egal, kümmert euch jetzt um uns. Ah, ihr seid immer so anlehnungsbedürftig. So ist das als Bombo. Hurricane, 9 Uhr gemeldet. Auf der rechten Seite. Mehrere Kontakte rechts. Piraten 5 Uhr unterhalb gemeldet bei mir. Bomber, Sinkflug einleiten. Einbrecher. 09 ATA. Flug anpassen. Und steht ein abgestelltes Flugzeug. Das nehme ich. Hinteres Platzende. Nee, nicht wie du. Geh in die Mitte. Wir sind ja links, sonst krachen wir ineinander. Victor, links den nehmen. Ich nehm die Mitte frei weg. Die Jagd hier kommt direkt auf mich zu. Ich habe noch eine einzeln fliegende 109 vor mir auch noch. Leistung anpassen. Louis, dann nimm die Flugzeuge oder wer weiß von euch. Victor, ich gehe auf die beiden Hörer, jetzt sind gerade 2 gespawnt. Gehen wir runter zu dem Möbelwagen. Victor. Ne Blenny unten auch gespawnt. Kann er schießt bei mir? Ich fliege 12 Uhr hoch, ein Kontakt. Victor. Bomben weg. Ich ordne mich ein. 109. Jäger, Post bleibt Süd. Dran, bitte. Ja, Victor. Achtung, letzte Runde wird angegangen, ich greife an. Victor, ich gehe auf die Hurricane. Oh nein, ich hab Launcher Crash, oder? Nein. Von Ort zerstört. Rettet mal den Bomber da hinten, der hat ja keine Warnung. Weiter Kurs halten, tief bleiben. Wir fliegen 1, 9, 12, 0. 190, Kurs halten. Pau, pau, pau.
Victor, es sind zwei Hurricanes zwei. Knapp ja, über dem Boden. Mehrere. Victor, Hilo und Bentley sind dran. 1-9-0. Walter ist noch nicht da. Geh auf 1-0 zurück. Und Hanseat hat Ölkühle, Wasserkühle. Bomber, über welche Richtung seid ihr rausgegangen? Wie wir gesagt haben, Abflugkurs ganz normal. Kurs 200 Grad jetzt. Victor. 190. Ja, Hurricane ist angeschossen. Victor. Der wollte dir die Herzchen holen. Achtung, ich glaube sogar, er hängt noch. Ja, ich bin hinter ihm. Er hat eine weiße Fahne. Victor. Oh, hängt Hurricane Strudel. Walter, sag, wo bist du? Ich hab Launcher Crash. Ah, fahren immer nur zu zweit wie du. Bei mir fällt Motor 2 jetzt aus. Du müsstest jetzt mal irgendwann sammeln, die Jäger sind glaube ich ganz woanders dann wie du. Mit deiner beschädigten 88 schnell. Hab ich verloren, Halo? Ja, ich bin hinter dem Qualmenden. Ah, Victor, komm ich dazu, ich seh. Ja, lass doch den mal, der kann sowieso nichts mehr machen. Da gibt's noch genug neue. Ich dreh ab. Zur Abschuss, geil, komm zu den Bombern dann. Halofly, Achtung, 9 Uhr. Mehrere Fragezeichen. Victor. Dui, wir gehen weiter nach Ron. Hallo, bist du? Cormillet. Hallo, 5. Was gehört Dui? Cormillet. Alle Schächte. Henry, du atmest ganz krass im Mikro. Ja, ich bin gerade aufgeregt, weil ich hinter einer Huri bin. Platz voraus, Wenn Ben Fink, da dreht was ein, pass auf, hinter 666. Victor, ich sehe, ich Victor. Ist das Cormillet? Cormillet, ich glaub's ja, der ganze im Westen müsste das sein. Ist das ein Ziel? Ja, hängt an mir. Das ja, weiß ich hinter nicht. Dir, ich komm ran. Ich steige. Immer Gas. Ich bomb mal, Dui. Ich hau die Bomben raus. Dann schmeiß ich auch. Hängt er noch? Das ist ein Hurricane, der hängt noch, außer ich Reichweite. Ich steige. Ah, ich werd beschossen. Klappen auf, Bidu, klappen auf. Oh, scheiße. Hau die Notleistung rein. Wo seid ihr? Kommen wir hier wahrscheinlich. Östlich vom Platz. Bomben gehen raus, aber nur also zwei Meter. Also 6, leicht steigen. Victor. Ich hab ihn getroffen. Bin ich schon frei? Ja, er zieht weg. Victor. Lass uns hier schnell abhauen, Bidu, wir sind ganz allein. Halt die Fahne, du bist auch frei. Jäger auf 6 Uhr gemeldet. Wie viele sind bei mir rausgegangen? Er ist ausgestiegen. Ich glaube, zwei. Ich weiß gar nicht, Jäger auf der 6. Victor, ich bin hier. Hurricane, gib mal Gas, bitte. Dreht weg. Ja, ich sehe ihn. Kommt auf mich zu. Drück an. Victor, ich drehe ein. Ist irgendein Jäger noch bei uns? Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Zu dir, Benfic. Achtung, zieht hoch. Ja, ich sehe ihn. Ich hab ihn getroffen. Zieh nach Osten. Bei welchem von den drei Fehlern seid ihr jetzt gerade? Na, da wo wir angegriffen haben. Ich glaube, ich sehe euch. Ja, ich sehe euch voraus. Ich geh nochmal rein. Lass uns doch mal nach Haus drehen, langsam wieder. Ich hab noch Bomben drin, die würde ich gerne noch loswerden wollen. Er zieht weg. Ich glaube, einer ist ausgestiegen, ich sehe den Schirm. Häng dich dran. Ja, der andere ist noch unten, der kurft noch. Vielleicht triffst du eine englische Feldmaus. Ja, komm doch mal zu den Bombern zurück. Bentwick, bist du beim Rauchenden? Beim Fallschirm über dem Wald, hallo 4. Ui, Platz voraus, im Tiefflug. Liegt da. Alles raus, was da ist. Kommst du mir gerade entgegen, glaube ich. Bomber, ja, eure Halo? Nee, im Flach. Sind jetzt am wahrscheinlich gerade der Hurricane, nehme ich an, oder? Nee, ja, die versucht hinter mir zu fliegen. Ja, die hat keine Leistung mehr, der kann knapp. Ja, das ist Hautfontänen. Lass uns jetzt Bomber an. Ja, Victor. Die Bomber sind im Hautfontänen. Hautfontänen. Victor. Ich bin Victor jetzt bei Grandvilliers. Da ist ein Kontakt. Benfic Richardus. Ich häng mich wieder ran. Victor, wir fliegen Südkurs. Victor. Salve ausgewählt, Bomben scharf. Klappen mal auf, Fido. Ja. Victor. Ich bin auch nicht. Ich sehe euch, ihr kriegt eine lange 6 jetzt. Ich versuche aufzuschließen. Auf ich bin hinter eurem Verfolger. Aber ich komme ja nur langsam ran. Gegen alles raus, Victor. Wir gehen tief weiter. Jo. 1, 2, grün. Genau. Victor, wenn ihr schaut auf euer. Oh, etwas stürzt auf euch runter, glaube ich. Jawohl. 21%. Ich sehe nichts. Bomber sind jetzt bei Grandvilliers. Jawohl, Dui. Sehr schön. Ah, sehr schön. Mit zwei Jägern dran. Also, wenn da noch mehr Jäger kommen könnten, wäre das wunderbar. Wir sind auf dem Weg. Von Cormillet fliegen wir aus 1-3-0 tief.
kannst ruhig noch ein bisschen Gas geben, wie du. Also kannst gerne auch über 1, 2. Ah, ihr kriegt jetzt 6, passt auf, ihr werdet gleich beschossen. Kann er machen, noch nichts. Okay, dann ist das vielleicht ein 109 an euch dran. Die hat euch gerade passiert auf eurer 9 Uhr, jetzt müsste sie 11 Uhr sein, zieht hoch. Ja, kommt mal ran, kommt mal ran. Bentwick, bist du dran? Ja. Henry, wie sieht's bei dir aus? Bist du in der Luft? Ja, ja, die ganze Zeit. Ich habe mich, war eher so in Baumpüppelhöhe hinter einer Hurry hinterher. Und habe euch jetzt verloren. Ja, dann versuch mal, eine Höhe zu machen, deine 6 zu checken. Ich bin auf deiner 8. Viktor berühre. Bisschen klar hin. Okay, ja, das ist eine 109, aber ich habe definitiv eine Harry gesehen, die euch verfolgt hat, aber ich weiß nicht, ob die nicht abgedreht hat, vielleicht. Viktor, Bomber drehen jetzt nach Norden raus, nach Norden. Viktor, ich bin euch, ja, ich an euch dran. Immer noch näher, Hautfontänen. Ich bin eure 8 Uhr hoch, relativ weit entfernt. Ja, schön. Oh, Hurricane was killed. Ja, das, euer Verfolger ist abgestürzt aus irgendeinem Grund. Hat meine Aura gespürt. Ja, anscheinend. Ich hab den schon die ganze Zeit gesehen. Kannst du Grandvilliers ausmachen? Ich habe gerade Flakwolken hinter mir und such gerade aufgeregt, wo der sein könnte, auf den sie schießen. Kontakt zu 9 Uhr von uns aus, bist du das? Wir haben auch noch Flak. Ja, das müsste ja Karl, glaube ich, sein. Ja. Ich stürze jetzt gerade auf euch runter. Ja. Aber richtig runterstürzen nicht oder mehr oder weniger ein paar hundert Meter nur drüber, oder? Nein, ich bin direkt jetzt die Information mit euch. Das ist eine zweite 109, die da reinkommt. Weiß nicht, ob das einer von uns ist. Falkenberg vielleicht. Bin Green. Jetzt vor euch, 12 Uhr hoch. So? Ich habe gerade gemerkt, dass ich einen fatalen Fehler gemacht habe. Ja, muss auch mal sein. Ich habe vergessen, die Einstellung zu speichern. Das oh nee, ist verdammt. Da geht's. Beim zweiten Mal geht es um den Fehler. Ich auf unser weiten. Dui, grün, grün. Wir haben einen Bomber erhöhten Kontakt auf 1 Uhr weit. 7 Uhr lang. Zwei Kontakte, Viktor. Ich berühre. Ja, drei Kontakte, vier Kontakte. Bomber, welchen Kurs fliegt ihr? Welchen Generalkurs? Kannst du ihn angucken? Nord. Ja, Viktor, flieg mal direkt raus, Kurs Nord. Guck an. Ja, es sind die 109er, wir sind auf eurer 4 Uhr, wenn ihr das seid. Die vorderen beiden sind 109er, die hinteren beiden wahrscheinlich auch. Ich habe Kontakt auf unser 4 Uhr Hilo. Das dürfte von Karaya gemeldet werden. Ja, 109 ist das, der hinter uns. Ich habe einen Fragestand. Ich gehe jetzt über Rolf. Ihr hattet hinter euch noch was, Bendwick. Einen Kontakt. Ja, ja, das ist 109. Tiefer Kontakt, Caruso 3-0. Ja, Viktor, berühre. Du, wollen wir ein bisschen aufsteigen, damit ihr uns besser sehen? Wie du meinst, ja, ich habe euch beide jetzt auch leider verloren. Ich sehe euch. 109. Ja, gegen die Bomben ist das ziemlich schwierig. Wir klettern auf Halo 05, die Bomber. Ich ziehe gerade. Machst du gerade mal Looping? Ja, schnell nach oben. Ja, Viktor, ich komme hinter dich. Henry, versuch doch mal zu dem großen Fluss zu kommen, der von Abbeville nach Amiens fließt. Da sollten wir dann ja wieder rauskommen, so auf der Hälfte des Weges. Ich bin schon dabei, also ich fliege jetzt Richtung Norden. Genau, wir auch, genau 0 Grad wir. Bin direkt unter dir. Bitte. Ich sehe den großen Fluss. Genau, da wirst du uns dann spätestens, denke ich, entdecken, wenn wir dann drüber fliegen. Mir ist gerade mal aufgefallen, Team Fusion hat mit dem letzten Patch eingebaut, dass man die Kugeln pfeifen, ne? Was? Das gab's mit 4.0 nicht. Im G-Kugeln, wenn die anderen vorbeifallen. Ich lege nämlich immer noch bei Panor, wegen Gerotz. Und denke mal ganz langsam wie du? Ich fliege grün-grün, hatte ich angesagt. Kontakt 12. Jagd, die Bombe müsste auf eurer 10 bis 11 Uhr sein. Bei 12 Uhr, selbe Höhe, Kontakt. Weiter entfernt. Nein! Doch! No! No! I'm on! Kommunikation mit Remote Host ist verloren gegangen, Timeout. Ach nee, das hast du letztens schon mal gehabt. Was hast du denn für eine Internetverbindung? WLAN oder irgend sowas? Dabei ist die große Bomber, ich habe einen Kontakt 11 Uhr hoch, weit entfernt. Bedicht. Hat Henry vielleicht dieses KP-Update drauf? Nee, er hat ja nur einen weißen Internet-Disconnect, hat er letzte Woche auch gehabt. Ja. Also wirklich remote, also das Internet wahrscheinlich mal für einen Moment weg.
TeamSpeak ist da deutlich toleranter als... wie du, Frage Quelle. Die Bomber haben gerade einen Fluss passiert, ich kann aber nicht sagen welcher. Ist das vielleicht der in Bertha? Wir sind bei Bornor. 9? Im Moment, wir sind bei Bornor. Ja, Victor. Ich sehe Ziele auf 11 Uhr. Mehrere Kontakte, 11 Uhr. Ziele auf 10 Uhr. Wir sind bei Bornor direkt. Ja, bei der Victor, Stadt. Bei der Stadt. Wieder dahin. Also wenn geht ihr auf die oder was? Bleib doch mal dran, Jäger. Es kann doch nicht sein, dass ihr mal weg seid. Kontakt auf unserer weiten 10 Uhr. Ja, berühre. Wolkenunterkante. Und die Bomber sind jetzt auf Hallo 06. Mit wenn ihr Flakwolken im Mondfeld seht, sammelt 3, 5, 0. Hallo 06, 3, 5, 0. Oh. Westlich von Bornor. Ne, negativ. Östlich, oder? Östlich, ja. Östlich seid ihr. 1 Uhr. Das ist bestimmt in Hamburg ein Schiff über die Internetverbindung gefahren. Das passiert ständig, wenn die ihre Anker in die Elbe runterlassen. Wenn mal einer einen Anker da auf den Elbtunnel fallen lässt. Ja, sag mal, Aido, wir fliegen 280 im Levelflug. Mhm. Gib mal Zunder. Zunder's aus. Die sind doch keine Stukas. Oder die sind schneller. Einzelkontakt kommt hinter euch herein, 5 Uhr, selbe Höhe. Winkt er? Zwei Kontakte, 1 Uhr Tieffehlung. Wander nach rechts. Bin blind. War es eine 109. Okay, wie kann ich jetzt mit dem Flugzeug fliegen? Flieg du mal dahin, ich sehe nichts. Wir haben den großen Fluss voraus. Wir fliegen jetzt von Bornor Richtung Nord. Wir werden den großen Fluss an der Stelle passieren mit dem See drin und das ist in BC11. Da fliegen wir rüber. 5 Kilometer vor mir jetzt? BC11. Und landen in Cramont et Orange. 1, 2, Dui. Und grün. Warum hat meine BF kein Fadenkreuz? Ich muss das Revi anmachen. Genau. Oh. Kontakt 12 Uhr, gleiche Höhe. Steuerung L, wenn ich mich rechne. Genau, das ist er. Also bei mir ist es Alt L. Einbrecher. Alt L, losen alles. Ja, danke. Stimmt, Steuerung L habe ich umgestellt. Ah. Die Cockpitbeleuchtung kannst du auch entsprechend noch einschalten. Ja, das war mit Steuerung, ne? Cockpitbeleuchtung. So, jetzt geht's dann. Ansonsten kann man auch alles mit dem Knopf bedienen. Ich glaube, ihr kriegt einen. Ja, ihr habt hinter euch eine Hurricane, ich gehe drauf. Ich sehe sie. Sie kommt auch auf niedriger Höhe herein, direkt hinter euch, 6 Uhr. Hinter uns auf 11 Uhr sind wir beim tiefen Kontakte. Hinter uns tief, Karajo? Ja, hinter euch tief. Ich stürze gleich drauf. Wir drücken an, du. Warum denn, wenn sie tief ist, lass sie doch unten. Sie ist auf eurer Höhe, da bringt nichts andrücken. Okay. Werde ich von einer deutschen Stimme zusammengeschrien. Was sagt denn die Stimme? Achtung, feindlicher Kampfverband! Ja, das ist deine Mutter. Hat mich gesehen, hat abgelassen. Sehr schön. Hilo und Bentwig sind dabei. Achtung, die Hurricane kommt wieder rein. Victor, mehrere Kontakte, Achtung. Hurricane ist gleich unter mir. Ich bin im Rückenfluglage. Harry macht eine Wolfskurve. Ich stürze runter. Victor, passiert mich jetzt? Ist unter mir durch. Wolfsburg wäre jetzt Hallo 3. Wir sind wieder alleine. Was? Wir sind wieder alleine. Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das nächste Mal müssen wir da echt mal die Jagd fliegen lassen, dass wir da. Oh, ich werde beschossen von einer anderen Hurricane. Ja. Benfic, bin hinter dir. Victor, Hurricane kommt immer noch über Lisa. Ich gehe gleich weiter. Ja, Victor. Achtung, weitere Hurricane hinter dir gucken. Ja, rein. Pass auf. Die schießt auf mich. Krieg 6. Ja. Achtung, 666.
Ui. Wir haben eine Split auf 3 Uhr, wird gemeldet. Hat abgelassen. Sind jetzt über dem Fluss drüber. Wo ist die Jagd? Bentwig hat sich verloren. Ich bin über Lisa jetzt, über dem Wald. Kommt zu euch. Da kommt, glaube ich, ja, weiter. Ich könnte reindrehen. Dui, wir drücken an. Über Wald, jetzt tief. Und ein bisschen Geschwindigkeit. Ich berühre. Bin dabei, bin hinter der Höhe. Wir gehen auf 350, Dui, 350. Treffer am linken Flügel. Oh, 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 oh. Ein Kreuz. Ich bin hier im Luftkampf mit 2 Hurricanes. Seid ihr auch noch da? Ich komme wieder zurück. Ich glaube, ich bin frei. Hurricane über Lisa. Zieht die weiße Fahne. Viktor. Haben ich guck. Hurricane hängt. Ich fliege Richtung Norden draußen. Halt. Wir sind frei. Hinter uns ist Luftkampf weit. Ich sehe jetzt eine 100. Ich bin jetzt im Norden. Der Hurricane schießt gerade auf einen. Wird angestrahlt. Setzt euch auf. Setzt euch über den Fluss, wenn ihr könnt. Der Hurricane ist abgedreht. Oh, ich ziehe auch noch eine Spitina, sehr schön. Dui, ich sehe einen Platz auf 1 Uhr. Platz auf 1 Uhr. Da gehen wir hin. Ich ziehe weiße Fahne. Viktor. Da ist noch eine zweite Hurricane. Ja, ich weiß. Eine ist angeschossen, linker Flügel. Ah, Wasserleitung beschädigt. Ich bin noch 109 zurück. Auf Hallo 7 ungefähr, die Kurve läuft. Dui, 2 Plätze, 1 und 12, ich gehe auf 12. Das sind die beiden Yvonne-Plätze. Vektor. Ah, genau, da sind wir schon auf der Landebahn. Dann lande ich direkt neben dir links, Video. Okay. Ich muss langsam zurück, ich habe nur noch 50 Liter Helo. Ja, Viktor, ich hab Öl, ich hab Wasserkühler, ich muss zurück. Wir haben die Leistung raus. Ja, Fahrwerkklappen habe ich auch schon raus. Viktor. So, jetzt läuft die Soße aber ohne Ende hier, noch 30 Liter. Sieht schön aus, wie überdacht nachzieht, bis Fahrwerk rauskommt. Du sollst nicht auf mein Fahrwerk klotzen. Oh, sorry. Ich hab ja nur mal ganz kurz. Hier rechts neben der Bahn. Gibt schon Leute mit seltsamen Fetisch. Da gibt's keine Bahn, wie du. Natürlich gibt's eine Bahn. Ich bin schnell unterwegs, ne, Dui? Ja, du bist jetzt schon abbremst. Ach, da, ja. Hab nichts gesagt. Ah, da hab ich doch einen Flugplatz, Gott sei Dank. Motor stottert. Ich hab da ja alles Mögliche gezogen: 2 Hurricanes, eine Spitty, trotzdem ist noch weggeschafft. Oh, ich glaub, ja. Sorry. Vorsicht, Video, bitte über Rolf eher. Nee, nee, das ist mir auch gerade passiert, keine Angst. Versuch mal bis am Jahr zu kommen. Ich weiß nicht warum. Wann ist der Wind? Keine Ahnung. Weil jetzt ist Fahrwerk, dachte erst das Fahrwerk wäre weg, aber das ist noch. Nein, nein. Genau. Hallo, Lebano ist hier. Kann mal jemand mir einen anderen Kanal gehen? Ich hab ein technisches Problem. Ich bin Kanal 3. Ja. Na, unten. Ja, 5 Minuten Pause. Schön. Und ich bin gleich eine Sekunde wieder da. Ja, wir machen eine Weile eine Zigarettenpause. 15 Minuten sowas. Oh. Hallo 24, 3 Kilometer westlich am Jahr. Latte steht. Segel noch rüber. Ja, ich schaff's nicht mehr, ich bin auf Hallo 17. Oh, Flak feuert bei Gramont Yvrange. Lubeng. Ich muss echt mehr diese Karte lernen hier. Das ist ja. Ich höre immer die schönen Ortsnamen. Hm, ja, wenn du hier schon 100 Mal drüber geflogen bist, weißt du. Ja, eben, auch. Genau.
das ist schon. Beim alten EL2 konnten wir dann auch jede Karte auswendig. Das ist ganz cool, wenn man mal irgendwo in Urlaub fährt. Brauchen wir keine Karten mehr. Ja. Ich glaube, ich flieg falsch. Nee, wenn du in der Messerschmitt sitzt, bist du auf jeden Fall erstmal richtig. Ich weiß nicht, ob das da hinten Land oder einfach nur die Levelgrenze ist. Also wenn du nach Hause willst, dann muss die Sonne rechts von deinem Fenster sein. Also über dem rechten Flügel. Hast du keinen Kompass? Ja. Jung und beharrlich. Was? Jung und behaart? Hab ich auch eben verstanden. König, du hast eine Nachricht im Spiel. Komm aber nicht in meinen Stil rein von mir. Genau. Jäger kennt schon hoch. Aber auch Victor. Der wird gerade wild gerollt. Weiße 7 fliegt 110er mit. So, also, für die 100. Aufpassen, die Jäger. So, könnte ich noch mal kurz einen Startplatz erfahren? Bali, Bertha, Emil, 13. Wir hatten ja die gelbe 8 von der vierten Victor. Gruppe. Keiner von uns, oder? So, Karaya rollt auch. Ich hebe parallel zu Balthasar ab. Bin sogar fast auf gleicher Höhe. Gibt es für die 110er bereits Sprit? Überlesen. Ja, 60 habe ich genommen, das reicht. Amir ist ja gleich um die Ecke. Amins, meine ich. Amins. 60 Sprit, Waffenausrüstung. Waffenausrüstung gegen gepanzerte Bodentruppen. Gummibärchen und Snickers. Gut. Snickers, ich kann nur immer dabei. Und M&M's. Habe ich sowieso immer dabei. Ah ja. Und Bounty. Ihr allein auf dem Platz oder seid ihr in der Luft schon? Ne, wir rollen. Wenn du bei Bali bist, sind wir alle um dich herum. Da rollen wir ans dahinter. Östliche Ende. Okay. Ja, genau. Ich sehe gerade. Wir müssen die Jäger zuerst hochschießen. Zu hochlassen, wegen den feindlichen Jägern. Die bomben gerne mal die. So, ich habe 209er auf meiner 2 Uhr. Wer hat mich da gerade überholt? Ich bin das Doppelwinkel. Denkt alle an die Kühler. Da ist eine einzelne Messerschmitt auf unserer 9 Uhr. Ja, das bin ich. Okay, dann komm mal zu uns. Guck doch mal ein bisschen auf, da vorne fliegt ganz einzeln einer, dann eine 109, dann wieder ganz weit weg. Ne? Die 109 110. gehört nicht zu uns. Die hat nicht unsere Kennung. Victor. Kann ich jetzt aufhören, an die Kühler zu denken, Dui? Nicht mehr an die Kühler denken, wenn sie denn offen sind. Sehr schön. Du bist nicht die gelbe 8, Henry, oder? Der hier nee, da. Ich bin die weiße 2. Oder schwarze 2. Weiß ich jetzt gar nicht. Vorhin hattest du einen Doppelwinkel drauf. Was? Ja, Amtsanmaßung. Das gibt's ja wohl nicht hier. Hallo? Okay, da links. Aber ich bin mir bei euch nicht ganz sicher. Fahrt ihr zum Ziel oder fliegen wir noch? Frechheit. Ja, fahren. Wer ist denn überhaupt 110 mit? Da bitte mal ein bisschen nach links, wenn es geht, ein bisschen nach vorne noch. Genau, ich hätte mit Video überhaupt eine Rangübernahme ausdiskutieren müssen zu Beginn. Hast du versucht? Hast du aber versagt. Ich hab gesagt, wir stehen keine Führungskräfte ein. Die hintere 110 noch bitte nach vorne und nach links, wenn es geht, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Wir hatten eigentlich im JG4 den höchsten Rang. Benwick. Obwohl er von Kral immer als Oberleutnant bezeichnet wird. Was ist sein Rang? Obergeschaftelmacher oder? Gründer und Oberstleutnant. Okay. Oberstleutnant, okay. Also. Nee. Wie nicht? Nee. Nee, alles gut, alles gut. Ja, nein. War das nicht Major oder bist du Major, wie du einer? Ich bin Major. Ah, du bist Major, ja. Ach ja, die Ringe. Vielleicht hätte ich doch mal dienen sollen. Ich mache übrigens gerade eine Excel-Tabelle. Hab ich halt wieder gebildet, gefummelt. Obertamburin Major Tui. Wer ist denn jetzt die 110, die da immer noch quer zur Bahn steht? Das bin ich. Ich rühre mich nicht mehr. Warum nicht? Wenn ich das wüsste. Aus Versehen die Chocks reingehauen?
Habe ich gerade schon überprüft, rein und wieder rausgemacht. Dann rolle ich mal an dir vorbei und stelle mich links neben der 109er auf. Er ist rührungslos. Okay. Irgendeine 109 ist jetzt von uns weggebrochen. Ja, kurze Inspektion der 110er. Ups. Ups. Okay, das war ganz schlecht. Ups klingt nie gut. Ist noch ein bisschen zu weit gedreht, aber die 110er vor mir bewegt sich doch wieder. Ja, ich wollte unbedingt den blöden Windsack nicht streifen und habe dann ein bisschen zu viel Ruderanschlag gegeben. Wo ist denn Bandweg? Ist das schon da? Ich muss mal wieder das Soundboard aktivieren, das Faggots-Alter geht mir schon ab. Juri! Ah, die Warschauer Rippe. Ah, warte mal, da fällt mir, oh, wir haben schon lange was nicht mehr gemacht, warte mal. Haben wir gleich. Oh je. Nein. Es muss nein. Krieg geben. Genau, so ist es. Ich please tell the nice man. I want to see some blown up tanks. Das kenne ich nicht. König, das kenne ich nicht. So, weiße 3. 110 sind alle bereit, oder? Lisa. Negativ, weiß 7 in Startvorbereitung. Bitte? Weiße 3 mit Strich, bitte, ne? Mit Strich jedes Mal dazu sehen? Was ist das denn? Das muss Falkenberg sein. Na, nee, das ist wieder gewesen. Aber viel zu leise. Das war viel zu leise. Aber ja. Nein, König, du musst das mit dem Strich nicht sagen. Nochmal! Das ist noch immer zu leise. Ey, alles muss man selber machen. Ja, genau. Karaja, mach du das mal. Ja, das kann ich jetzt nicht. Da müsste ich rausgehen und das Plugin einschalten. Lasst mal euer Königreich, der Himmel ist es raus, oder? Ja. So, alle da oder was jetzt? Oder wie jetzt? Weiß 7 kriegt den linken Motor nicht an. Dann hat Weiße 7 Pech gehabt. Oh je, Potenzprobleme am Boden. Dann würde ich den Mechaniker mal verprügeln. Ab und zu. Kühler. Genau. So, ich rolle jetzt zur Formation, Hier Weiße 7 kriegt die Kiste nicht hoch. Krieg ihn nicht hoch. König, du sei mal ganz ruhig mit der Aussage, die gestern geht. Ja, ich weiß, ich verkack sowieso gleich den Start wieder, das weiß ich jetzt schon, wobei die 110er da deutlich leichter ist als die 9. Ja, Koga, du kannst ja hinterher starten. Die 110er ja, starten. 2 Sekunden Abstand. Los geht's. Frühe Rechtsrakete. Boah, schön die 109er, sehr schön sieht das aus. Eine Linksrakete. Ist die gelbe 8 von uns? Die steht ja noch ein bisschen im Weg. Achso, ich dachte, die wäre von euch. Solo. Ich hab mich brav da eingereiht. Nee, ist ein Fremder. Scheiße, und ich glotz den an. Das, jetzt endlich los, das hat er bestimmt auch gemacht. Dann Henry los. Ja, super. Ja, dann geht's los. Dann raketisiere ich mal. Und diesmal mache ich vorher die Kanzel zu und überprüfe alles, nicht dass ich wieder mit offener Kanzel fliegen muss. Bei 7 Rakete. 11-1-1, Führungsnummer 10. Oh, Scheiße! Vor mir ist eine 110. Ist mir auch passiert, jetzt kann ich nicht mehr nach rechts. Ich glaube, wir sind ziemlich weit auseinander, wie du, die haben da ewig Victor, gebraucht. Platzrunde über Lisa. Ich glaube, du kannst Gas geben, Henry. Ja, okay. Die 110 zieht sowieso nach links ab. Ist das auch noch einer von uns? Ja, es war einer von uns. Ja. Henry ist solo, nur der Vollständigkeit halber. 11-1-0. Sehr schön. Lisa. Und nochmal. Ab in die 110 Krabbelgruppe. Ja, definitiv. Dann nochmal.
Comms kriegt schon die Übungsräder an die U88 und Google kriegt dasselbe auf die 110. Ein paar Stützräder, so muss es sein. 35 Minuten haben wir noch. Sollte mehr als lang. Die Jagd auf. Wer pfeift denn da so? Kanoino. Pfeif am Bild 2F. Raus! Du pfeifst, dann gibt es irgendwelche Rückkopplungen bei dir oder du keine Pfeife Ahnung, du. Sag ich nicht. Nein, ab haben alle 110er Sicht auf die Führungsmaschine. Weiße 3 Victor. Sehr schön. Ich meine, das sieht ja schon cool aus, ne? Das muss man ja sagen. So. Ja, und lasst es dann nochmal die doppelte Menge oder die dreifache Menge an Fliegern sein. Oh ja, man hätte beim Geschwaderflug dabei. Nehmen wir mal bitte nichts für unseren nächsten Geschwaderflug vor, Henry. Der ist irgendwann Ende September, also nehmen wir am besten mal nichts ab dem 20. September vor. Ja, 4 und 2. Ah, der muss sich Haare waschen. Das geht nicht. Ja, weil Geschwaderflug war genial. Mit 28 Leuten da hier unterwegs sein. Ja, nee, das war richtig schöner, der letzte. Na, so 28 Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Ja. Als Abgase in die Luft zu pusten. Zum Glück nur virtuell. Ja, und Blei. Ja, wir sind da sogar CO2-neutral, bitteschön. Ja. Nachhaltig. Alle eine grüne Plakette. Oh mein Gott, wenn im Zweiten Weltkrieg schon die Bundesregierung an der Macht gewesen wäre, hätten alle ME109 eine grüne Plakette auf. Ja, die wären alle am Boden festgetackert worden, weil sie nicht nachhaltig und grün sind. Atomkraft wäre nie in Erwägung gezogen worden. Was hatte ich jetzt als letztes Hörspiel? Er ist wieder da. Oh ja, das ist gut. Ach das ja, genau. Das war nicht. Also hat er doch so getan, als hätte er ja die grünen Chefin da eingeladen. Und Achtung, Feinde waren gemeldet. Ja, Feindmaschine auf 8 Uhr gemeldet. Jäger, wir sind hinter euch. War 7 Solo. 7 Uhr jetzt. Der Gunner zeigt hinter uns aufs Flugfeld. Glaubt, die strafe das Flugfeld, ja. Ja, die ist ein Einbrecher am Platz. Die 110 gehen nach. Ja, Karaya stürzt drauf, ich bin da am Flugfeld dran, am Rand. 1:15, 11 Uhr. Die bitte diesmal ein paar Jäger dranbleiben. Löffel. Löffel? Löffel. So, 110er. An die 110er, welchen Kurs steuert ihr? Wir fliegen 220. Auf Höhe 800 Meter, hallo. Noch nicht weit vom Platz weg. Boah, gleich. 10:30. Da wird sie gerade angezeigt. Spitfire ist am Boden. Ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich von der Flak beschossen worden sein. Und Victor. Unten. 110er Verband dreht auf 240 über Lisa. Ich schließe wieder auf. Weil 7 haben wahrscheinlich den Verband gewesen. Willst du nicht über Rolf drehen auf 240? Ja, das wäre besser. Ne, wir müssen nach Amiens rüber. Ja, Lisa. Wir drehen auf 200 Grad. Boah, das arme Schwein von Spitfire-Pilote wird da beschossen, von allen geschossen. Ringsum schlägt die 88 ein. Wahnsinn. Ich melde mich aus der 110er Krabbelgruppe wieder ab. Ich habe den Fehler gefunden. Eine 110er startet man nicht mit 109er Flugtrimmung. Nicht? Nein, das kommt gar nicht gut. Bei Flugtrimmung beim Starten? Das ist also gut, dass ich es mir angewöhnt habe, ohne Trimmung zu starten. Ja, Amiens auf unterhalb. Die Trimmung bei mir zurücksetzt. Wenn man das nicht tut, ist es nicht das Problem. Habe Kontakt auf 7 Uhr oberhalb. Henry, wir fliegen jetzt Kurs 190 etwa, ne, 195 okay. Bis 200. Du musst auf Richtung große Stadt halten, Fluss so langsam wie du das siehst, am Fluss. Das ist Armee. Aber Stoppwolke auf 12 Uhr. Höhe unverändert, 900 Meter. Wie viele 110er sind in der Luft? 200 Grad.
War das schön, eine Hurricane am Flugfeld, aber ich flieg mal zu euch. Das hat keinen Sinn. 1-1, halb 11. Haben wir Jagdschutz hinter den 110ern? Victor. Victor, die Jagd ist hinter den 110ern. Gut. Achtung, ich hab 6. Bin noch am Platz, hab einen Hurricane auf 6. Ja, da können wir jetzt nicht helfen. Ja, da ist die Hurricane, die ich gerade... ja, dann machst du genau kaputt, Karaja. Nee, ich bin ja nicht da, ich bin hinter den 110ern, 2 Kilometer. Oh, ich kann dir leider nicht helfen. Wir werfen dann ein Bürgenkreuz ab. Weite 6, ein Kontakt, gleiche Höhe. Das kann ich sein. Ich habe hier außerdem hinter mir Kontakte und werde von Flak beschossen, interessanterweise. Victor. Was wollt ihr abwerfen? Nix. Wollte ich nämlich gerade sagen. Ein Bürgenkreuz vor Kruger. Ah, ne 100. Achso, Kruger, du hast eh ne 110, oder? Ja, Flieger, schau, dass du. Kannst du andrücken ans Deck. Ans Deck. Dann kann ich dir nämlich helfen. Ich komme gerade genau auf deiner 12 Uhr hoch herein. Kannst du über Lisa gehen? Zielaufteilung wie Staffelformation jetzt. Sehr schön. Victor. Okay, ich komme in 10 Sekunden ran. Oh, 10 Sekunden ist zu spät. Ja, jetzt gleich. Mann kaputt. Jetzt. Ah. Er geht runter, er trudelt. Schön. Weiß. Und weg. Geht nirgendwo mehr hin. Tschüss. Oh, shit. Ohne schade. Ohne fliegen sie sich dann auch nicht mehr so schön. Ja. War da die Kontrollen zerschossen, oder wie? Henry, ja. Wir sind jetzt am Fluss und haben die Stadt Amiens direkt auf unserer 10 Uhr, also sehr nah. Die 110er schalten zuerst die Flak aus bei den Bodenzielen. Die steht mitten im Camp, meistens in der Mitte. Welchen Kurs fliegt ihr? Ich glaube, ich sehe euch in der Entfernung. Süd, auf das Ziel. Oder? Ich fliege einfach zum Ziel. Okay. Kurs etwa 190, unverändert. Ja, Mentui. Beliebter noch davor, bitte. Jo, zieh voraus, Herr Fön. Woran mag das liegen, dass alle meine Kontrollen durcheinander sind? Deswegen konnte ich auch nicht weg. Voraus, unser Ziel, genau? Henry, ist in Sektor Bertha Emil 8 bis 9 etwa. Video nimmt das ganz hintere Ziel. Das ganz hintere. Victor, dann nehme ich das vordere in der Mitte jetzt gerade. Bauge, oder Bauge. Eher rechts ein bisschen. Los geht's. Vordere rechts. Ah, okay, Ziel erkannt. Ich gehe ganz direkt links drüber. Da ist die Flak. Raus. Geh du raus. Bleib an dir dran. Boah, da fahren. Da zieht die Leuchtspur von uns vorbei. So, linke Gruppe links raus, rechte Gruppe rechts raus. Selbstständig angreifen. Victor. Victor über Rolf. Ihr habt einen Kontakt, entweder auf eurer. Nein, zwei Kontakte auf eurer 3 bis 6 Uhr. Wir können Uhr nichts machen, komm ran. Ja, ich bin leider noch weiter entfernt. Ich bin jetzt gerade erst am Fluss. Ja, primär versucht die Flak jetzt finden über den Zielen. Jäger, ihr habt zwei Kontakte südlich von den Bodenzielen auf circa Halo 1-7. Victor, das sind wir. Das seid ihr, okay. Ihr haltet wir auf den Fluss zu, reinkommen. Oder? Okay, ja. Ich nicht bin so jetzt gerade über der Stadt. Weiter Angriff abgeschlossen. Ist. Sollte aufhören hinter der Szene. Wow. Das ging aber mal schnell. Oh, zerstört. Kurs halten. Kurs halten. Was heißt Kurs? Wir sind alle kreuz und quer. Wir fliegen Kurs Nord, alle Mann. Kurs Nord. Ich bin bei euch. Wer geht jetzt über rechts? Erst das? Ja. Hier ist 110er direkt vor mir. Ja, ignorier den Video, der gehört dafür nicht zu uns. Victor, Kurs Nord halten. Gut. Geht über Lisa. Direkt Kurs Nord. Ups, ich
bin hinter der König. So, kein Problem. Ja, weil ich bin nicht Kurs Nord. Ja. Ich habe gesehen, dass ich in die falsche Richtung kurve. Henry, wir werden gleich den Fluss wieder passieren. Ja, ich bin da und ich suche gerade. Also ich bin am Fluss. Sehr tief. Wir sammeln südlich Armee. Südlich Armee wird gesammelt. Ich glaube, ich sehe dich, Henry. Du bist fast über der Stadt, oder? Ja, genau. Wenn du Süd fliegst, ich glaube, auf deiner 3 Uhr in der Richtung sind wir ein ganzer Haufen Kontakte. 3 bis 4 Uhr. Messerschmidt über uns. Ich bin jetzt auf deiner 2 Uhr übrigens. Das Nord liegt an ungefähr selbe Höhe. Ja. Ach, da unten Quantis, genau. Ja, und etwas westlicher davon sind die 110er. Sind die 110er bei uns alle, die da sind? Wie bist du dran? Victor, ein weiterer 110 ist auch dran. Flieg einfach den Fluss entlang nach Westen. Victor, sind die Jäger an den 110ern? Die Jäger sind jetzt genau über Amiens, Hallo 15. Also ich bin bei den 110ern. Victor, die Jäger bitte jetzt nach Port Nord gehen. Victor. 110er, eindrehen auf Port Nord. Krennic über Lisa. Auf ungefähr Kurs West. Victor. Wir greifen jetzt den Infanterieverband bei Porno an. Victor, dann würde ich empfehlen, dass du mich demnächst überholst. Widow, Frage, hallo. Die 110 sind auf Hallo 04. Victor. Hallo, wir sind direkt über den Fluss jetzt, ungefähr 10 Kilometer den Fluss entlang Richtung West. Victor, bring jetzt, wir kommen jetzt auch in die Richtung. Wir sind jetzt gleich auf Höhe der Ziele, die ihr zerstört habt. Da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Also ich bin jetzt am Weg nach Port. Ich glaube, ich sehe schon die Stadt dort. Oh, soll ich mal eben kurz ausbremsen, damit du mich überholen kannst? Ja, vorne langsamer, bitte. Gut, geh runter auf 09. Halo, warte mal, lass mich mal gucken. Ja, war doch richtig. 10 Kilometer westlich einfach den Fluss lang von Amiensstadt und da dann auf Zielpornor eingedreht, Kurs 250. Ja. Victor, die jagt jetzt Kurs West ab den Zielen. Ja, dann koppel ich jeweils zwei Rollen. Rotten. Rollen. Welche Maschine ist auf meiner Rolf? Dui. Dui. Also ich glaub das Ziel sollte auf eurer 11 Uhr sein, oder? Irgendwo bei dem Städtchen. Ja, westlich des Städtchens an den Wald lockt das Ziel. Haben wir vor uns gesehen. Ui, du darfst gerne überholen. Ah, nein, warte, ihr müsst nach 10 Uhr kurven. Ahnung, geht ist. Auf Kurs von euch aus gesehen, warte mal. Ich drehe mal aufs Ziel an, dann kann ich euch den Kurs sagen. Kurs direkt Süd von hier. 210. Stadt Kompass pendelt noch. Direkt voraus. Nicht zu langsam werden, König. Wir müssen nicht in der Luft stehen. Ihr seht mich vielleicht auf eurer 10 Uhr hoch. Ein Stückchen entfernt. Ging darum, dass jemand anders die Staffelführung übernimmt, weil ich keine Ahnung habe, wo es lang geht. Ja, wurde doch gerade gesagt, über Lisa auf 210. Okay. Ihr müsstet mich jetzt 11 Uhr hoch sehen. Ah, dann warst du der Punkt, den ich da vorhin gesehen hatte, okay. Seht ihr mich? Ich komme direkt auf euch zu. Negativ, genau. 10 bis 10 Uhr vielleicht jetzt. Naja, über uns. Ja, ist doch. Ja, und wenn ihr in die Richtung, in die Verlängerung fliegt, dort ist das Städtchen mit den Bodenzielen. Wir sind jetzt bei Point Nord, Hallo 15. Ja, von Kontakt Point... 3 Uhr hoch. Von Point Nord müsst ihr die Bodenziele suchen. Hello. In westliche Richtung, dem Fluss entlang, an den Südwestlich, Wald. Südwestlich, glaube ich, oder? Victor. Ja. Wir kommen leider direkt übers Feld auch noch drüber. Hallo, Frage. Porno, immer noch unter Wolkendecke? Vechados. Okay, Porno, ja, Kurs schaut jetzt gut aus, 110er. Flugplatz, Porno. Flugplatz, negativ. Porno ist keine Wolkendecke. Victor. Ist der Flugplatz eigentlich überhaupt noch aktiv? Nein, den haben wir schon gebombt. Okay, ah ja, stimmt, den haben wir auch. König, du musst weiter über Lisa gehen. Weiter über Lisa, ich sehe die Bodenziele. Ein einzelner Kontakt über den Bodenzielen und zwei darüber. Eine Maschine 12 Uhr voraus, selbe Höhe, ganz flach, noch weiter entfernt.
Ja, ich sehe einen Einzelflieger direkt über den Bund ziehen und zwei weitere, die beschossen werden von der Flak, scheint Jagdschutz zu sein. Das Kursrichtung Süd. Sein. Ihr habt auf eurer 10 Uhr tief über dem Waldstück bei der Stadt einen Einzelflieger. Verband ganz niedrig. Vier Maschinen erkannt auf Hallo 06, sind das die 110er? Nicht so nah an dem Platzraum. Macht mal lieber ein bisschen runter noch. Andrücken, Krennig. Seid zu nah am Platz. Und westlich dran vorbei. Aufpassen, 110er. 109er kommt jetzt von eurer 7 Uhr rein. Und was, warum sollen wir da aufpassen? Was vorhin noch passiert? Einfach damit sich keiner erschreckt und es für eine Spitfire hält. Halo, gehen jetzt direkt am Platz vorbei, im Tiefflug. Wir sind jetzt nördlich von Platz Grandvilliers. Sind wir jetzt noch auf Zielkurs? Karaya, kannst du sehen? Ja, wir ja, ihr seid direkt auf Zielkurs, passt. Ziele sind jetzt auf eurer 1 Uhr übrigens. 1 Uhr. Ja. Steig mal hoch ein bisschen. Ja, 110er, Viktor, auf 2 viele Uhr. Panzer auf 1 Uhr. Angriff, oder? Angriff, Angriff frei. Angriff. Krennic, ich sehe 2 Uhr. Du passierst es, 2 Uhr. Wenn es 2 Uhr heißt, dann dreh ruhig rein. Ah, okay. Nicht weiterfliegen. Viel Flak hier. Ja, versuch schnell zu bleiben. Wer dreht denn Rolls? Nee, das waren. Nee. Lange 6, ein nein, Kontakt. Krennic, oh, das jetzt Ziel rauf, du kannst nicht verfehlen. 180. Steig ein bisschen hoch, Krennic, dann siehst du es besser. Direkt bei der Stadt. Seh nicht mal eine Stadt. Ja, hier bei dem Fluss. Du warst doch 200 Meter grad vorbeigeflogen eben. Jetzt raucht's mittlerweile. Zurückdrehen zieht nicht einfach. Hoch, zieht nicht hoch. Kurz das ist Montier. Ein Feind. Er wird vom Flak verfolgt. König, aufpassen. Hurricane, 12 Uhr. Berühre. Ich gehe wieder primär auf die Flak. Er geht auf dich, Vorsicht. Victor. Schießt. Ah, jei. Geht jetzt über Rolf. Jetzt gerade, Viktor, Pauke, Pauke, greife an. Na, ich bin jetzt dabei. Flak ist heftig. Ich sehe keine. Ah, da, okay. 12, Victor. Weiter. Wir haben westlich von Point Nord einen Kontakt Luftkampf. Ich habe über Lisa gezogen, statt über Rolf. Geht jetzt über Rolf runter. Viktor, ich sehe euch. Ich hab sie verloren, ich bin raus. Ja, ist links, ist auf Lisa abgedreht. Victor. Im Wind. Westlich von der Stadt oder vom Flugfeld? Bitte von beiden. Mindestens ein oder zwei Jäger bei den Bombern bleiben. Ja, ich bin noch bei euch, du. Eine Maschine ist bei den Bombern. Meter. Ja, Victor, ich bin direkt über euch, keine Angst. Die 110er bitte nur Messerflug. Ich bin direkt über den 110ern auf Hallo 25. Victor kann Steiger auf. Hurricane fliegt jetzt auf Point Nord Stadt zu. Hallo 10. Victor, berühre. Wie du 109 kommt hinter mir hereingekurvt. Ich gerade wieder rein. Ist das einer von unseren? Ja, hab Kontakt auf 6 Uhr. Hab Kontakt auf 5 Uhr. Vom Gunner gemeldet, oder? Ja, vom Gunner gemeldet. Greifst du gerade an? Ja. Oh, ich habe hier viele Kontakte auf Hallo 25 über den Zielen. Oh, sieht schön aus wie du. Bin durch. Mich auch. Ist nicht durch. Mehr allzu viel Flak da. Da schön. König, du siehst frei aus. Eine 110 hat ein Fuel Leak oder einen Wasserkühler von uns. Ich hab einen Flaktreffer. Victor Groms. Kontakte, 12 ja, Uhr, bring mich nach Hause, wenn du es noch schaffst, kommst. Berühre. Ja. Ach, ein Anschluss noch. Rechtes, die 110. Victor, so, wir Kugel. Steigen. Krennic geht rein. Achso, da oben. Nicht so tief, Leute, nicht so tief. Ah, das wird nichts mehr wieder. Ja, nach Hause, komm. Ja, hast du noch einen Motor für den Trimmen, Kühler zu bei dem kaputten und Hoppitch runter. Okay, geh nochmal rein. Wo ist eigentlich der Rest der Jagd? Komms, geh nach Norden. Gleich über Platz. Nach Norden, du fliegst nach West, nach Osten, kommst. Nach Norden. Ich hab eine Rotte 109 auf Hallo 11. Kontakt auf 6 gemeldet. Victor kommt jetzt reingedreht bei uns. Ist 109.
109 kommt jetzt über Puano hinter uns rein. Gut, bin euch nicht dran, 37. Ja, Victor, wir sind auf 1-1 Atta. Victor, haben wir noch Flak, du? Ich sehe nichts mehr, aber es schießt, glaube ich, noch ganz minimal. Victor. Aber hab's noch nicht identifiziert. Ah, ich sehe sie. Wie du? Frage Quelle. Über den Panzer im Angriff. Eine Flak erwischt noch. Hurricane auf 8 Uhr genau über dem Boden zielt. Kann ich nicht einsehen. 3 Trommeln hatte man für die 20er, richtig? Ich sehe da auch nicht nur Runner gemeldet, aber sozusagen bei dem Boden zielen wurde ein Hurry gemeldet. Glaub, ja, 3 Trommeln. Ja, dann bin ich gerade bei meinen letzten Trommeln. Egal. Lange 6, ein Kontakt. Da gibt's genug zu holen. Jo, danke, ciao. Tschö. Für Sie. Ich sehe die Hurricane, die geht eine 109 an. Hallo, 2-0 circa. Dürfte keiner von uns so hoch sein, oder? Verlange ja noch, ich bin hier oben. Auf die Panzer. Victor. Mehrere Kontakte, 12 Uhr, hallo 20. Ja, berühre. Hab die Hurricane getroffen, brennt, glaube ich. Hallo. 5 Kontakte, hallo 20. Über Poinor. Hurricane springt ab, Horido. Flak ist gut, glaube ich, da sehe ich nichts mehr. Sehe 6 Maschinen Luftkampf. Eine Messerschmitt Wasserkühler kommt uns entgegen. Ja, berühre. Zweite Messer dahinter. Noch eine Messerschmitt. Ja, er kommt auf mich gerade zu, irgendwer passiert mich gleich. Victor, jetzt wir. Schade, gerade waren hier mehrere 20er wirkungslos gegen den Panzer. Ja, ich habe auch die ganze Zeit. Ich schieße mit Panzerbrand rein. Aber. Die jagt jetzt genau über Ziel. Ja, die 110er sind noch über dem Ziel. Ah, zwei Panzer von nicht. Schön getroffen, sah gut aus. So, ich kann nur noch auf Weichziele, ich habe nur noch kleine. Die, wie gesagt, 20er haben, gehen weiter auf die Panzer. Und Runde. Nicht mehr geschafft. Ja, keine Sorge, Krums. Wir haben Panzerdivision, die überrollen gleich hier alles. Der Rauch macht für mich das Zielen schwer. Ja, für uns alle. Aber Meldung auf 6 Uhr. Was denn? Ja, Feind. Weichziel an. Sehr schön. Ja, Horrido. Abflugkurs Vido. Oder wie mein Luftkampf oder was? Victor, Abflusskurs Nord. Victor. Ja, über uns ist schön geordnet abfließen. Ja, hoch. Über euch ist die Jagd auf Hallo 24. Nimm die Leistung zurück, 10-1-1, Kurs Nord. Bin jetzt über die Boden. Passt auf, Jäger, ihr kriegt jede Menge Flak. Ja, Victor. Du bist jetzt erst über die Boden. Kann es sein, dass du vor dir 310 hast? Wieder? Eine. Ah, Victor. Okay, das ist richtig. Das müsste Krennic sein. Ja. Krennic, wackel mal. Geh mal voraus, der Krennic. Alles klar. Häng mich dran. Victor, Dito. Reduziere auf 1-0, 10 Uhr, wenn der rankommt. Dann. Kontakt 12 Uhr tief. Ja, ich habe gerade, als ihr die Bodenziele angesagt habt, in die falsche Richtung rausgeguckt und dann eine Gruppe Büsche als Panzer identifiziert. Egal. Kontakt erkannt. Sitzt du dich auf die Lisa, wie du gehst dann vorbei wahrscheinlich. Ja. Mein Gunner macht sich schussbereit. Ja. Velo. Richardus. Kontakt feindlich. Ja, Kontakt 6 Uhr, mein Gunner macht sich schussbereit. Welchen Abflugkurs habt ihr? Nord. Wurde doch alle von gesagt, Nord. Ah, ich habe eine Hurricane unter mir, die gehe ich an. Ups, ich bin 20 Grad abgedreht. Ich drifte auch irgendwie merkwürdigerweise. Häng dich mal an Tür dran, Krennic. Der passiert dich jetzt auf der 9. Hurry auf 5 Uhr jetzt auch gemeldet bei den Zielen. Ja, das ist die ich angehe. Ich sehe euch jetzt vor mir. Aus der Hilfe? Krennic, hast du Sicht? Wir ziehen an dir vorbei auf 9. Ja, ich sehe es. Naja, aus der Hilfe? Nee, er hat mich noch nicht gesehen. Der fliegt stur gerade. Naja, der wird uns folgen, oder nicht? Ja, gib ihn. Die 110, 10:30. Ja, er raucht. Oh, schönes Ding. Gut. Geht runter. Der hat, glaube ich, keine Kontrollen mehr. Ja, der ist weg.
110er, Frage Leistung. Geht senkrecht in den Boden. 11, 1, 1. Aufschlag. Kabum. Corrido. Aufschlag, Corrido. Corrido. Wir machen eine Kurskorrektur, die 110er, die gehen jetzt auf 30 Grad über Rolf. Noch ein Blenheim immer auf noch 8 Uhr, wie du. Blenheim 8 Uhr. Immer kann noch ein Kontakt, Feind. Wollen wir uns schnappen? 6 Uhr. Ja, hätte ich gesagt, oder? Victor, wir hier Leben nach Hause über Rolf. Nee, nix da, die hab ich. Wieder. Ich sehe sie schon. Über Rolf. Ja, Karaja. Wollen wir selber schneller aus. Victor, über Rolf, wie geht Lisa? Ja. Einfach folgen. Wie du, Rolf. Wie du, Rolf. Ach, kommt uns entgegen, Achtung. Ja, Victor. Blendi kommt uns entgegen. Nee, mehrere Blenheim hier. Ach da. Oh, irgendwer hat die gerammt. Oh ja. Ja, ja. Die Blenny hat keinen Schaden davon genommen, das ist ja nicht. Das ist ja arg. Also einmal Bordschütze und bei der Blenheim fehlt ansonsten wow. Das Schwertbruder, Seitenbruder. Mein Gunner schießt, mein Gunner geht. Ich hab 6. Victor, berühre, komm rein. Das ist eine Hurricane. Kabum. Aufschlag. Luftkampf jetzt aufnehmen. Krennic, wo bist du? Hinter dir immer. Ah ja, ja, Hurricane hier, direkt bei den 110ern, passt auf. Ihr habt die auf eurer 7 bis 8 Uhr. König, schnell bleiben, du hast eine 6, ausweichen, König. Ja, ja, geh über Rolf oder Lisa, keine Ahnung, irgendwas. Ich hab getroffen. Irgendwas. Der geht runter. König, ja, Carbon, Corrido. Über die Grenze, König. Absetzen. Ich hab Wasser, ja. Welche Richtung ist denn von hier die Grenze? Nord. Du wirst mit vollen soldatischen Ehren beigesetzt. Wir haben noch eine Spitty hier. Jemand hat Spitty, das ist richtig Pilot. Ja, Victor. Spit dreht. Spit hat abgelassen. Rechter Motor geht bei der aus. Gib Vollleistung und steig ein bisschen. Spitfire dreht mit mir, Video liegt gerade. Ich hab Ölkühler. Ja, Victor, ich werde gleich auf sie stürzen. Bin hinter ihr. Alles klar. Könntest den rechten Motor auch ein bisschen runterdrehen, ruhig. Also, weißt du, den linken ruhig ziemlich hoch, den rechten ein bisschen runter. Propeller Einstellwinkel aufgemacht. Doppel 6 mit Spitfire. Oh, Scheiße! Ja, das hätte man eher sagen können. Vito, ich komme. Hard Lisa. Na, ich kann nichts mehr machen, nicht großartig. Ich gehe hoch, werde gleich wieder auf sie runterstürzen. Victor, ich gehe als Zweiter rein. Ich bin schwarzrauchend. Achtung, Spit, komm hoch. Aber wieso sollte mein Kühler, mein Motor bald ausgehen? Da ist ja nur der Kühler kaputt. Genau deswegen. Ah, guter Treffer. Spint. Ich zieh hoch. Siehst du den Flusskrennig vor dir? Da muss man mindestens drüber. Genau, wenn du dich gleich jetzt sogar eher ein bisschen westlich hältst, dann müsstest du gleich von Abbeville sehen, die Stadt. Achtung, Head-to-Head. Die übrigens hinten drin. Hä? Ach, wo du ist die Speed jetzt hin? Ah, da ist sie hinter mir. Jo. Hier ist noch eine Hurricane, Achtung. Ja, die Hurricane zieht mir hinterher. Victor, ich komme auf ihn. Halt die Höhe, kann ich nicht runtergehen. Du am Deck oder wo ist die Harry? Ja, am Deck. Ist ein bisschen schwierig bei 200 km/h. Mach den zweiten Motor wieder auf Volllast hier. Pass bei dem rechten den ruhig runter vom Propeller eingewinkelt, weißt du, wird sich. Vorsicht, eine 109 kriegt jetzt 6 von der Spitty. Vorsicht, ist jetzt in der Lisa die 109. Geht hinter die Hurricane in Schussposition. Ja, Victor, ich spreche Rolf aus. Na, schade. Ah, schießt. Nö. Ah, ich hab was. Magen kaputt. Ja, Karajan, ah, kann ich mit getroffen. Kann nicht mitziehen. Ich gehe raus. Geht der rechte Motor noch, Krennic? Ich habe außerdem keine 20er mehr. Achtung, Hurricane tief noch bei euch. Genau bei euch, bei Karaja und Kruger. Oh, ja, Hurricane noch da, Achtung. Und Halo, ja. Kurft hinter mir ein. Jetzt schlägt der Motor. Zweites Bild mit drin. Vektor. Hurricane an mir. Setz dich ab, Kruger, nach Norden. Siehst du, nein, aber wir vor dem Kanick? Nein, ich sehe gar nicht. Doch, ich sehe die da. Die sind doch jetzt, schießt Kruger.
Spitfire getroffen. Ja, hast du hoffentlich den Einstellwinkel 5 Kilometer 2 runtergedreht gehabt. Du hast eine Hurricane hinten dran. Jetzt ist zu spät. Ist die Steuerung kaputt ausgefallen. Jetzt kannst du die Kühler auch rechts, die Kühler auch zumachen. Also hab noch der Hurricane mitgegeben mit MGs. Eine qualmende 109 kriegt gleich. Die Feindflieger, die ja mit euch fliegen, sind alle schon getroffen. Ich bin am Boden, soll ich noch bei einem Scanner reinspringen sonst? Beschädigte 109 kriegt jetzt 600 Split, Achtung. Ja, glaub, Kruger. Ich hab keine freien Gunnerplätze mehr. Ich sehe frei aus. Nein, du bist nicht frei. Da zieht die 109 hoch. Der nicht Höhe verlieren, Krenn. Ich bleib oben, wenn du dich. Ich sehe doch da den Flugplatz. Kruger, ja, du hast eine 6 in deinen Drückpunkt drin. Muss Höhe verlieren. Dann bin ich mal sauber runter. Ich versuch's, du kannst ein bisschen. Der Motor macht nicht mehr lang. Verlieren. Du bist drüber, zieh sie noch. Über der Grenze bist du. Die Speedy ist 100 Meter weg von dir. Hast ja, aber. Hast aber jemand da hilft. Vergessen. Du hast jemand da hilft. Ja, ich dreh dann über eine Rolle und versuch zu landen. Wo seid ihr jetzt? Die okay, Luft fliegt weg, Spire ist weggebrochen. Ist gleich zu Ende, Bandweg, wenn du jetzt startest und Luftkämpfe nicht mehr. Über PC 11 tief. Victor Dui. 4 Minuten. Haben wir Flak übrigens, Krennic. Oh ja, auf der 3 Uhr ist eine Maschine, aber versuch mal zu landen. Da kreist mir das Spit über den Fluss. Ja, ich gehe jetzt wieder runter. Die ist bei dir. Weiß dran, Halo. Ausfall. Ich zoome ins Feld. Halo, die sind dran. Verfolgt dich. Immer noch. Geh nach Norden weg, Halo. Ja, Victor, versuch's. Oh, wenn du da Richtung ungefähr 300 Grad fliegst, kommst du bei E-Ranch wieder raus, beim Flugfeld. Ja, alles geplant. Nordost. Bitte, ich hab meine Wirbelsäule ist gebrochen an 3 Stellen. Ja, ja, egal. Die Maschine hat überlebt, ja. Da hat nichts überlebt. Neue Propellerblätter ran und dann läuft sie wieder. Naja, war ein schöner Einsatz. Was im rechten Flügel? Wir haben ganz schön was platt gemacht in einer Runde. Dran. Bei dir ist noch dran, bei mir ist der weg, der rechte. Nee, bei mir fehlt nur Kiel und Rudder. Das fehlt. Ansonsten ist halt nur Motorschaden, Propellerschaden. Nur Motorschaden. Ich habe zerstört ein Armored Car und ein Tank. Ein Guy Lizard. Ah, das ist. Zwei Panzer, toll. Ich habe die Hurricane zerschossen, hat Wasserkühler und kurzzeitig gebrannt, aber habe dann ablassen müssen, es sind noch weitere Kontakte reingekommen. 3-7 erfolgreich im Grunst. Ich bin jetzt nördlich von Amiens mit einer Spitfire noch auf Halo 20. Wo von Amiens? Sorry. Nördlich. Ah, ich bin viel zu weit westlich. Ich bin, glaube ich, näher an Abbeville dran als an Amiens. Ah, ich werde es mal versuchen, aber ich bin ein paar Minuten weit weg. Ja, ich bin jetzt zwischen Abbeville und Amiens ungefähr, auf der östlichen Seite des Flusses. Okay, ja, ich glaube, ich sehe dich. Du bist auf Halo 15, oder? Negativ, Halo 25. Okay. Spitfire ist unter mir. Geht jetzt runter. Henry, eine Runde auf der neuen Karte bist du schon noch dabei, oder? Ja, ich mache ja gerade sowas wie einen Orientierungsflug. Ist ja für dich danach so eine neue Karte. Ah, ich sehe die Speedy. Die Speedy ist jetzt circa auf Halo 1.0, oder? Ja, Victor, die ist jetzt runtergegangen. Ich komme hinter sie rein. Ja, ich sehe euch. König, wie war das? Einmal verlieren und selbstständig zurückfinden, dann kann man sich orientieren? Ja. Er hat mich gesehen, er guckt weg. Ja, ich komme aus Westen den Fluss entlang zu Victor. Euch. Ich bin halt nicht mehr so viel Hilfe, ich habe nur noch MGs. Mein 4 MGs, die hauen schon ein bisschen rein. Speedy stürzt wieder. Ja, Victor geht runter. Er geht runter. Okay, ich bin jetzt circa 1,5 Kilometer entfernt. Ah, Speedy geht über Lisa.
Ja, die ist jetzt zwischen, also bei dem Waldstück, beim Fluss. Kommt wieder zu uns. Steigt jetzt gerade. Wo genau seid ihr jetzt gerade? Hab ihm mitgegeben mit MGs. Ich glaube, er hat Wasserkühlertreffer erhalten. Ja, er zieht Fahne. Panthers befliegt schon wieder Hurricane. Haben wieder mitgegeben. Victor, ich bin von oben, ich komme rein. Victor, ich schieße auch nochmal auf ihn. Bin gleich in Position. Haben mitgegeben mit MGs, raucht. Hat Ölkühler jetzt auch. Wo sind und die Third Panzer? Wo sind denn die Third Panzer Divisions? Stand auch da. Ja, aber wir. Oh, guter Treffer. Pilot Kill. Ja, der ist weg. Super. Okay, meine einzige getroffene Kanonensalve war sehr hilfreich. Engine, Water Cooling, Oil Cooling. Oh, the match is a tie. Oh, nö. Ich hab da noch was für dich. Also jetzt gerade nicht, Kugel, ich hab da immer ein bisschen, weil das dann abstürzt. Ah. Weißt du, was hast du denn für den Tui? Ne, ich hab da unten meinen Link reingestellt. Glaub, den muss ich noch schnell bestellen. Ja, den gab's ja noch. Ja. Ich stehe jetzt eher auf der linken Seite der Startbahn. Du kriegst von uns immer ein Geschenk zum Geschwadertreffen. Da muss ich unbedingt den Mike Delta nochmal anrufen, ey. Ich brauch den Batchmann. Dui, wie war's mit dem 2-Liter-Eimer Schleim? Ja, das wäre aber nicht so richtig. Diesmal, Dui, du müsstest doch eigentlich zum Geschwadertreffen dann mehrere Bottiche Eis mitbringen, oder? Nee, also das hat sich wirklich gebessert. Das hält ja nicht, ja, sonst würde ich das natürlich machen. Naja, dort müsste noch eine Isolierbox mit flüssigem Stickstoff. Kennt jemand jetzt unser Weltmeister schafft das immer. Allgemeinwissenstest. Wer kennt die letzte Bratwurst vor Amerika? Also ich kenne das letzte deutsche Restaurant vor Moskau. Ach, ist nicht dasselbe. Also niemand, ne? Dann fange ich erst gar nicht an. Henry, liest du keinen Spiegel? Da gab es mal einen Spiegelartikel. Die letzte Bratwurst vor Amerika, ja, letzte mich Bratwurst vor Amerika ist in dunkel dran erinnern, aber genau, ganz ich käme nicht mehr drauf. Südwestlichen Zipfel von Portugal oder eben ein Deutscher, ein Nürnberger, der da eine Bratwurst-Bräterei hat. Ach ja, stimmt, das ist aber schon länger her. Nürnberger sind auch viele Bratwürste. Und der hat sich eine Eismaschine bestellt, schaut, und der muss es wissen. Und wenn der bei dem, Eis. Aber nicht bei dir, oder? Ja, natürlich, was denkst du nur? Ist kein Weg zu weit. War das der Deal, der gestern reingekommen ist? Nee. Noch was anderes, oh, weil du hier wohnt, der Laden, doch. Wenn dann müsstet ihr alle nach Wien kommen und mal eine ordentliche Käsekreiner essen. Ja, apropos. Wohin? Wien? Nach Wien? Ehrlich? Ja. Habe ich noch einen Spezialauftrag für dich. Ja, das ist ja interessant, wäre ich. Wir haben uns kurzfristig umentschieden, sonst wären wir in 3 Wochen da gewesen. Für eine Woche. Ja. Jetzt fragt sich der Karaja, wie kann man sich da umentscheiden? Also ich sehe eine 109 und 2 87er, ja, direkt vor genau mir. Seid ihr das? Das müssten wir sein, wenn wir von hier auf der Startbahn am nordöstlichen Ende des Platzes stehen. Ihr habt euch vor Dresden entschieden, richtig? Wir MacPom ins 4 Jahreszeiten, so ein Wellness-Wochenende, war so spottbillig, da konnte man nicht Nein sagen. Aber das ist nicht hier in nach Steffenshorst. Nee, das sind auch 5 Sterne. Ach so, okay. Was hat denn gegen Kowarska besprochen? Pension? Ja, Henry, wenn du noch kommen willst. Was habe ich gemacht? Henry, wenn du nach Kowarska kommen willst, kannst was du ist machen. Das denn? Da findet unser Geschwader auf statt. Das ist ein Kuhkaff in Tschechien. Ach so. Nein, da ist das Museum des JG4s, weil es darüber über den Ort einen riesen Luftschlag gegeben hat und ein Teil von dem Bomber, das Hinterreck, ist in die Schule reingestürzt und da saß nur 3 Mann drin. Und einer hat überlebt, so. Oder wie war das, gell? Ja, 2 eigentlich. Zweiter, ja. Sag mal, gibt's in dem Kuhkaff überhaupt Kühe? Oder ist das nur ein Kaff?
Ne, da gibt's auch keinen Kaffee. Ja, Gott sei Dank kein Kaffee. Ich möchte wenn dann einen Kaffee. Da gibt's nur. Das ist, das ist sehr wichtig, der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffee. Was ihr da trinkt, ist auch kein Kaffee. Ne, wir trinken nur Kaffee, nicht Kaffee. Muckefuck. Was ihr da trinkt, ja, das ist Muckefuck. Wenn am Wochenende ist ja. Ja, in Deutschland kann man doch keinen Kaffee trinken. Ne? Habt ihr gehört? Was ist das? Airshow in Berlin-Gatow auf dem militärhistorischen Flugplatz. Ja. So. Ich wäre soweit. Ach, ich habe schon mal auf der Airpower die 109 G4 und die Messerschmitt 262 fliegen gesehen. Ich bin absolut glücklich, kann glücklich sterben. Was? Da bist du schon glücklich? Wenn du den G4, den ehemaligen Hispano-Umbau und Nachbau von der 262 siehst, dann bist du sehr bescheiden. Also wenn du nur sehen. Nur sehen ist langweilig. Drin also die, sitzen, dann kann ich die Hispano Buchhorn ist im Prinzip auch nur eine umgebaute Gustav. Sind mittlerweile alle Lukas am Platz? Also ich sehe 4 Stück insgesamt jetzt. Fehlt noch einer? Du musst nach Duxford zu den Flying Legends rein. Oh ja, das ist Alter, super. Saß da. Da siehst du was. Ansonsten aufpassen auf der Bahn. Auf der Lisa-Seite gibt es eine kleine Startrampe. Ja, außerdem habe ich noch gesehen eine P38F. Die beiden 109er vor uns, die könnten mal den Startbahn freimachen, bitte. Eine F4U4 Corsair und eine B25J Mitchell. Gerne, ja. Okay. Aus dem Red Bull Stall? Oder? Genau, ja. Ah. Ja, Red Bull, das ist, die müssen bei der Airpower sein, das ist Heimat. Kann ich hier mal sagen? Ist Lukas alle bereit? Haube zu? Es wäre unehrenhaft, wenn die nicht dort auftauchen würden. Kühler komplett aufmachen, Wasserkühler vor allem. So, viel Spaß noch. Tschüssi. Glaub ich sehe euch. Dann ich sehe eine 109, die hier auf Merville loshängt. Der hat Rechtsrakete. Das war Knapski eben. Klums Rechtsrakete. Ein Bunker erwischt. Alter, so Rechtsrakete. Das mit der Sprungschanze klappte ganz gut. Oh ja, Sprungschanze stimmt. Boah, jawohl. Kann man Trägerschanze üben. Oh, wer zieht mir denn so hart hinterher? Stukas drehen über Rolf. Da hat er die Richtung Norden. Ja. Ah, sehe britische Stukas, Stütze herunter. Britische Stukas. 1-1 hat er bei 2100 Umdrehungen. Victor, er kann britische Stukas. Eine Maschine liegt noch am Boden oder sitzt oder steht. Haben es von uns alle geschafft? Ja. Irgendwer startet noch. Hansa Solo. Stukas drehen in der Wolf auf Kurs 20 Grad. Stukas drehen über Rolf auf 20 Grad. Bendwig, ihr habt die Jagd auf eurer 9 Uhr hoch. Also 1-0-11. Mich. Ja, mich auch. Ich bin gerade durch die Formation geflogen, Karaja. Ich sehe 209er hinten an den Stukas dran. Ich gehe auf 1-0 Atter, 2100 Umdrehungen. Schließt bitte alle auf, Stukas. Wir steigen. Wenn jemand keine Sicht hat, bitte sagen. Ich bin jetzt direkt über dem Platz, Karaja. Siehst du mich? Ich bin direkt über den Stukas auf Höhe Hallo 25. Die Stukas passieren den großen Wald an der östlichen Waldspitze der nördlich, also der Wald, der nördlich vom Flugfeld liegt, ganz an der östlichen Spitze. Gerade eben hatte ich euch noch. Höhe mittlerweile 900 Meter steigen. Östliche Richtung. Ungefähr 1-2 Kilometer weg. Ich erhöhe leicht auf 1-1 Atta, 2100 Umdrehungen. Leicht über Rolf auf 15 Grad. Wann seid ihr bei dieser Waldspitze? Jetzt so gut wie. Dann eben hatte ich euch noch, ihr wart gerade noch über dem Platz. Die sind jetzt praktisch bei dieser einen Einschneidung in den Wald. Also jetzt gleich an der östlichen Spitze in einer halben Minute. 1, 2, 11. Doch nicht.
durch, welche Abfanghöhe brauchen wir? Abwurf auf das Ziel 600 Meter bitte einstellen. So, Viktor-Ziel erkannt. Ich finde, was wieder. Die Ziele sind vier Bunker, die mehr oder weniger quadratisch angeordnet sind. Da teilen wir uns dann gleich noch auf. Bitte alle Bombenschächte schon mal wählen. Bomben scharf, Bomben mäh. Luftraum Einbrecher. Über dem Ziel scheint frei zu sein, also ich sehe hier weit und breit keine Kontakte. Ich sehe die Schiffe auf Wasser, aber sonst eigentlich nichts. Einbrecher. Ja, Flak schießt jetzt auf mich. Blind, sehe es nicht. Ja, wir halten genau aufs Ziel zu. Ich nehme das hinterste Ziel, das am weitesten entfernt. Teilt ihr euch bitte auf, der Linke nimmt eher das Linke und der direkt an meiner Rolf nimmt das vorderste Ziel und der ganz rechts das östlichste rechte Ziel. Wir fliegen jetzt das Ziel. Auf Sturz bereit machen. Sturzklapp. Flugbremsen nicht vergessen. Ja, und Drehzahl rausnehmen. Jawohl, deine Hallo ist 57. Einen Schub zurück, Drehzahl. Hallo ist 57, ja. Nase runter und Klappe. Ich kreuze vorne vor den Stuckers. Ja, ich sehe. Ah, schön. Ich sehe die Stuckers reinstürzen. Dreh leicht über Lisa. Ich nehme jetzt das ganz rechte. Balthasar, das ganz vorne auf dem Grün. Benfig, das rechte auf dem Grün. 2000? Ja. Hast du Pitch runtergedreht? 09, halb 10, 2000 Meter. Komm weg. Abflugkurs Süd. Geh mit runter. 180 Grad. Oh, Balthasar, guter Treffer. Sehr schön mittig. Da ist ein 0. Dewey hat an dem Rand getroffen. Und Balthasars Bomben, gehen die nicht hoch? Oh ja, jetzt, sehr schön. Balthasar hat, glaube ich, seinen ganzen Bunkerplatz da zerstört. Sehr schön, sieht gut aus. Ja, leider die beiden anderen sind komplett unzerstört. Ich habe das Ziel nicht berührt, beim Sturz hin. Hast du noch die Bomben? Ne, ich habe da auch was anderes geschmissen. Ja, leider. Schätze mal, ich habe auf deins. Ja, die Hälfte ist noch vorhanden, leider. Ja, schade. Ich war ein bisschen Rolf vom Ziel, glaube ich. Ich habe es erst gesehen, als es schon zu spät war eigentlich. In der Regel am besten einfach auch, wenn die Führungsmaschine stürzt, wenn du es nicht siehst, bleib einfach an der Führungsmaschine, weil es dann einfach ganz normal in der Formation bleiben und die hält ja dann genau ihre Nase aufs Ziel und dann siehst du es schon. Abflugkurs der Stukas genau Süd im Moment. Hallo, Victor. 10. Und hallo 20 über euch. Victor, 111. 1-1, Atta bei 2100. Spitfire auf 6 Uhr, ich bin so. Spitfire auf 6? Ja, hab Meldung bekommen. Benfig, hörst du? Ja. Wo bist du, kommst bei uns in der Formation? Ja, ich bin noch eine Ecke hinter euch. Wie denn ist du da? Ja, ich seh die, Benfig, die sind noch sehr nah an Dünkirchen. Oh, sie? Ich seh die Stuka, ich geh runter. Ich bin über den Stukas, wo ist das Bett? Ich suche. Also ich die ist am südlichen Ende der Stadt. Ich komme jetzt hinter das Spitty rein, stürz Groms halt einfach gerade. Frage Stukas, fliegt ihr gerade auf diese Menge an Flüssen zu bei Saint-Omer, Calamar? Vorderen Stukas bekommen jetzt auch Spitfires gemeldet. Auf ich bin gleich dran. Günstige Höhe an Kurshöhe und Lage der Feindmaschine. Wir sind unverändert. Haben getroffen. Kurz Süd genau. Hallo 12. Ja, ich war eben über euch und habe aber keine Spit gesehen. Ah, Groms, du bist frei. Spitty lässt ab. Ich habe jetzt eine Spit irgendwo gemeldet. Und so, Spitty springt ab. Ihr habt ganz hohen Kontakt über euch. Eure 12 Uhr, oder überfliegt euch jetzt wahrscheinlich. Im Gunner sehe ich im Moment Spitty ist abgesprungen. Weil ich bin 2 Kilometer hinter euch und ihr seht frei aus bis jetzt. Ja, wir halten auf den Wald bei St. Omer zu. Richtig. Spit ist weg, klar. Du, eure 3 Uhr hoch ist in Kontakt. Pflicht gegen Kurs ungefähr. 3 Uhr hoch? Ja, richtig. Stukas müssen wir länger zusammen, nicht so einzeln fliegen hier, das ist kacke. Das ist ein deutscher Bomber, wie es aussieht.
Ich reduziere auf 09 Atta, kommt bitte alle ran, Lukas. 09 Herr Atta Groms bei 20 100. Ist sehr weit weg. Er ist gute 5 Kilometer hinter euch. Ja, das ist nie gut, das müssen wir auch lernen. Ich bin bei Groms hier, bleib dran. Maschine. Ja, das ist schlecht, aber dass wir wirklich als Lukas so wieder auseinandergerissen sind. Ist doch ja, gar dann kriegt er mal eine Schleife da vorne und fliegt nicht weg. Ne, wir haben ja vorne ja auch einen Jäger jetzt. Ja, wenn ihr einen weiten Vollkreis fliegt, glaube ich, sollte Groms rankommen. Victor, dann gehen wir über Lisa, eine langsame Lisa. Weite Lisa. Frage Stukas, haltet ihr gerade auf diese Masse an Seen und Flüssen zu bei Saint-Omer? Wir drehen über Lisa gerade, wir waren vorher auf Saint-Omer, den Wald, in Richtung. Dann sagt doch einfach, wo ihr gerade seid. Oh, dann sagt mir mal bitte, wo ihr seid. Vom Ziel genau Süd, wenn wir genau Süd die ganze Zeit vom Ziel... Die sind ungefähr genau Bertha Friedrich 20. Ich weiß woanders und der will wissen, wo Bertha, ihr jetzt seid. Nee, Bertha Friedrich 20. Mitte ja, ungefähr. Ich sagen, wir kommen von Dünkirchen, fliegen auf den Wald zu und, so, und das ist genau Südkurs. Ja, ich gesagt, was 12. Komm euch entgegen, das ist 15. Das Problem. Ich bin noch mal in Tramkur gestartet mit einer 110er. Kommst du ran? Wir halten die Leichte, Lisa. Wenn wir die Frage leisten. 1-0-10. Naja. Ah, ich sehe euch, Kroms und Bendwick. Ihr seid eng zusammen, gell? Ja, direkt bei Kroms. Victor. 6 sieht frei aus. Okay, dann geht wieder ein bisschen höher. Frage, hallo? 4. 15, oder? 14, ja. Okay, gut, ich bin auf 2000. Siehst du uns, kommst, bist du dran? Ja, ich bin 1-1, halt 11. Victor. Dann gehen wir jetzt weiter auf den Wald bei Saint-Omer und landen dann am südöstlichen Platz. Dann werden noch die Luftbremsen praktisch draußen. Also hört sich zumindest so an. Das wird dort der Bug sein. Ja. Kontakt auf unser 3 Uhr leicht erhöht. Aber weit weg. Könnte ich sein. Große zweimotorige? Das war eben ein deutscher 110, glaube ich. Bei den großen, bei der Flussansammlung jetzt Kurs Nord. Stuka sind wieder auf Südkurs, 190 Grad auf den Wald zu. Sind mittlerweile alle dran, alle Stukas? Leistung, ich fliege 1, 2, 5 und komm kaum hinterher. Ich bin mir nur bei 09 Atta bei 200. Wenn sich Ricardus. Kontakt über den Kirchen, hallo 20. Ah, weiter auf 1 Uhr? Ne, war auf 3. Ah, den lassen wir stehen. Wir bleiben bei 8 Atta. Ja, ich hab auf 3 oder auf 1. Victor, berühre. Ich hab dich verloren. Fliegt der jetzt südlich, oder? Ja, ich hab dich verloren. Bendwick, bist du jetzt wieder hinter den Stukas? Jawohl. Hallo 19. Victor hat dich erkannt. Serfin 3, also 2 zähle ich jetzt hier. Die dritte kommt, glaube ich, ja, Serfin, das sieht doch gut aus. Flugfeld ist auf 1 Uhr südlich von dem Wald. Berühren. Wenn wir sich zutraut, dann können wir auch gerne zu viert landen. Ja, wenn ich dann Fall. Macht ihr einfach eine Platzrunde. Wenn ihr euch einfach ausrollen lasst, dann versuche ich mal hinter euch rein aufzulanden. Victor. Dann können sie ja mal was. Genau. Ich reduziere auf 06 Atta. Seht ihr mehr oder weniger runter. Dann bitte Rolf, Lisa. Victor, Karte. 110 gesichtet, Kurs Süd. Ja, das bin ich. Wo bist du? Deine 11 Uhr hoch. 10 Uhr. Da ist die Sonne. Ich flieg gleich über dich drüber. Landeklappen raus. Ah, ich sehe dich. Okay, Victor. Hoppage auf 12 Uhr sozusagen. Hundertprozent. Stupas, geht zur Landung.
Achtung, Leistung. Gut, Karaya, wo sind denn die Stukas? Die müssten gleich landen bei dem Flugplatz hier. Der vor dem Wald oder der hinter dem Wald? Hinter dem Wald. Ich werde in der Mitte der Landebahn landen. Da könnt ihr euch dann entsprechend einsortieren. Können wir ein bisschen strafen? Nein, nicht ihr. Ja, nein, schade, dass ich mir den Motor zersägt habe. Üben. Ah, das sind die britischen Stukas wieder. So, nee, Vorsicht Kruger, jetzt? Nicht üben. Ich weiß es ja. Ich habe nur nicht Schub den komplett raus. Blick halt auf ein Drehzahlmesser gehabt. Üben drauf zu achten. Ja, Kruger, für dich ist das leicht. Du kannst deinen scheiß Kopf drehen. Ich. Finde ich, das habe ich vorher auch alles ohne gemacht. Ja, schön. Benfig, setzt du direkt mit zur Landung an, oder? Nee, ich sehe sie nur. Geh erst rein, wenn sie alle unten sind. Und wenn du mir dann deine Aktionen durchgibst, würde ich mit den Informationen landen. Und der Henry jetzt. Diese Drecksmittelstrebe in der Hunde. Aufgesetzt. Ich roll erstmal weiter, einfach auf der Mitte der Landebahn. Wir gehen dann über dieser raus. Nix gehst raus. Und raus über Lisa. Versucht man mehr nach Gefühl zu fliegen, Kruger. Ohne die Leistungsangaben immer. Mir geht die Mittelstrebe in der 109 auf den Sack, ich verliere mich dauernd dadurch. Wow, was war das? Ich bin allerdings auch drauf. Ich war so langweilig. Was war das denn? Brauchst mir keine Leistungsgaben mehr. Ja. Nur solche Sachen machen, wenn sie gut gehen. Ansonsten sieht's immer dumm aus. Mega uncool. Bring mich mal an deine 4. Ist immer schade zum Ende hin, wenn man dann noch. Ich finde, das gehört zur Mission dazu, dass man auch sicher landet. Gell, du, ja. Finde ich auch. Ja, aber hast du gesehen, dass ich hier irgendwelche komischen Manöver mache? Nee. Ich pflichte dir sehr bei, du. Ich finde es außerdem sehr löblich, dass du inzwischen eingesehen hast, dass es so ist, ja. Oh, ups. Ich sehe immer noch den unfähigen Rottenführer in der Schuld. So dich, oder wie? Das weißt ja du in dem Moment. Wäre ich's gewesen, wenn wir sowas von sicher zurück in der im Casino gelandet, gelandet am Flugfeld. Im Casino dann gelandet, ja, du, ist klar. Such dir lieber eine Bahn. Na, fade. Zwei brennende Stuka-Fracks. Benfig, das ist schön, wenn du das kannst. Dafür fehlt mir einfach die Übung. Versuch's immer wieder, aber ich. Bitte? Irgendwann. Länger als 5 Minuten krieg's nicht hin. Du, ich. Warte so, ich fokussiere mich dann nur auf deine Maschine oder überwiegend. Und dann steuere ich einfach nach Gefühl. Ich guck überhaupt nicht auf den Ladedruckmesser. Öffnet doch mal bitte die Landeklappen, also die Bremsklappen und dann wieder schließen. Das ist ein Wahnsinn hier. Oh, schießt da jemand auf mich?